Herzlich willkommen, Olaf Jacobi. Olaf, du bist Partner bei Target Partners und seit 2009, glaube ich, als Partner mit dabei, ne, offiziell. Und stell doch Target Partners kurz mal vor. Worum geht es bei euch und welche Investments habt ihr? Also Target Partners ist ein Venture Capital Unternehmen mit Sitz in München. Wir investieren in deutschsprachigen Ländern, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, in alles, was nicht tropft. Das heißt, wir machen kein Life Science, kein Biotech und kein Pharma. Wir mögen Technologie, Mobile-Technologie, Software, Internet-Cases und wir sind vier Partner. Wir haben insgesamt 225 Millionen under Management. Den letzten Fonds haben wir aufgelegt im Jahr 2008 mit 113 Millionen, haben vier Investments bislang daraus gemacht und ja, sind fleißig dabei. Okay, wir sind heute beim Green Venture Summit in Berlin und natürlich dementsprechend darf die Frage auch nicht fehlen, wie wichtig ist der Cleantech-Bereich für euch? Seid ihr da aktiv? Ich habe gerade gelesen, dass ihr bei Julex mit eingestiegen seid. Wo seid ihr sonst noch unterwegs in dem Bereich? Also der Cleantech-Bereich ist ein wichtiger Technologiebereich. Wir haben das erste Cleantech-Investment gemacht, das weiß ich ganz genau in welchem Jahr, ich glaube das ist circa 4 Jahre her, das ist die Firma P21, die produziert oder entwickelt und produziert Brennstoffzellen. Wir haben richtig, das letzte Investment, was wir gemacht haben, ist die Julex. Da sind wir Seed Investor und haben auch das gesamte, ich sag nur schön, Company Building und Team Building mit durchgeführt. Ganz spannendes Startup, deutsche Technologie, deutscher Gründer. Und das Unternehmen haben wir in die USA, in den USA aufgebaut. Wie kam das? Es ist ein Enterprise Software Unternehmen. Zum Stromsparen für große Unternehmen. Also es ist ein Stück Software, das installiert man im Unternehmensnetzwerk und das Unternehmen spart dann ca. 30-50% der Energiekosten, die gesamte IT-Infrastruktur verbraucht. Und dieses Software, Enterprise-Software-Unternehmen baut man besser erstmal in den USA auf, weil dort einfach die Adaptionszeit viel schneller ist, um die ersten Vertriebserfolge zu machen. Und es gibt natürlich auch ein Beispiel von Enterprise Software in Deutschland, das ist SAP, aber das ist auch leider das einzige. Und aus dem Grund haben wir gesagt, geht bitte dorthin, wo es richtig losgeht, und das ist USA. Okay. Generell zum Thema Gründen im Bereich Cleantech. Es ist ja leider generell so, dass man schon einiges an Kapital braucht als Gründer, wenn man in diesem Bereich loslegen will. Was gibt es für andere Hürden? Ist es doch vielleicht recht einfach, als Uni-Absolvent gerade mal loszugründen in diesem Bereich? Oder sollte man sich schon auf etwas höhere Hürden einstellen als beispielsweise im Bereich Internetgründung? Ja, also dieser Green Venture Summit findet ja in Berlin statt und Berlin ist nun mal bekannt geworden in den letzten Jahren durch sehr viele Internet-Startups und Internetgründungen, durch eine sehr aktive Internet-Gründerszene, durch Inkubatoren. Cleantech-Startups sind nun mal was ganz anderes als Internet-Startups. Wenn man in der Nähe von Koblenz oder Wiesbaden studiert hat, also an der WHU oder EBS, dann macht man sich ja gern mal schnell mit einem Internet-Startup selbstständig, kopiert vielleicht noch irgendetwas, braucht 10.000 Euro, vielleicht 50.000 Euro oder man hängt sich an einen Inkubator. Das ist schnell gemacht, man braucht kein Technologieverständnis. Cleantech, das sagt ja schon der Name, ist eine ganz andere Art von Technologie-Startup. Die meisten Gründer kommen von wirklich namhaften Universitäten wie der RWTH in Aachen oder aus Karlsruhe, der TU in München. Die haben wirklich was entwickelt, geforscht und sagen, ja, das ist jetzt quasi marktreif. Aber jetzt kommt die Krux wiederum, die haben wenig an BWL-Toolbox mitgebracht. Okay. Und das wäre eigentlich interessant, die ehemaligen Internetgründer von der WHU oder von der EBS mit diesen, sag mal, Techies zu matchen. Und ich glaube, daraus werden ein paar ganz spannende Teams entstehen. Alles klar, das heißt, im Alleingang ist da so gut wie nichts möglich, aber wenn man sich zusammentut mit ein paar Techies, dann kann da durchaus was Vielversprechendes raus werden. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz spannend und einige Universitäten haben das schon aufgegriffen. Ich weiß, dass es Kooperationen zwischen der RWTH und ich glaube der WHU gibt oder in München zum Beispiel zwischen der TU und der LMU, also zwischen den BWLern und den Technikern. Das ist ganz spannend. Natürlich ist der Kapitalbedarf von Cleantech-Investments viel höher als von einem, also um die Technologie zu entwickeln, als von einem Startup im Internetbereich. Wenn es nachher um Marketing-Investments geht im Internet, ist es was anderes. Aber um die Technologie erstmal herzustellen, um ein fertiges Produkt zu entwickeln, da ist viel mehr Kapital notwendig im Cleantech-Bereich.
im Vergleich zum Internet. Alles klar, ja, besten Dank fürs Interview. Bitte.